Willkommen zurück bei Spelunky. Ja, wo ich jetzt gerade gelandet bin, weiß ich selber nicht. Ich bin auf das da gekommen. Wollte mich eigentlich auch beschäftigt stellen. Ist ja auch egal. Ja. Wir haben mal wieder eine Daily Challenge vor uns. Ich muss gerade mal gucken, wen ich heute nehme in dieser schönen Partie. Ich habe immer noch nicht mich darum gekümmert, dass wir mal Felix spielen können. Aber das kommt schon auch. Keine Sorge, Leute. So, ist mal wieder eine völlig neue Session. Das merkt ihr ja immer in der Daily Challenge. Muss echt abstellen. Ich habe jetzt auch übers Wochenende nicht gespielt. Ja, für mich beginnt jetzt eine völlig neue Woche. Es ist nicht morgens. Ich habe heute schon einiges getan. Ich war schon auf der... Naja, auf der Bank war ich nicht. Aber ich war auf der Post. Ja, ich habe ja für meine Bewerbung an der Universität was vergessen. Das musste ich jetzt nochmal nachreichen. Nicht ganz so schön, aber gut. Passiert. Fehler passieren und mir ganz besonders gerne. Aber naja. Wir bringen das jetzt hier zu... Also ich bringe das mit der Uni zu einem guten Ende und dieses Spiel hier... Das wird hoffentlich jetzt der Run, der uns hier am besten gelingt. So, ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Ihr seht ja, ich sammle jetzt ein bisschen mehr ein. Ich habe auch den Schlüssel, den ich ja offscreen zum Dings bringen wollte, zum... Tunnelgräber, den habe ich noch nicht gemacht, weil ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Also alles, was ich bis jetzt an Spelunky gespielt habe, habe ich wirklich fürs Let's Play gemacht. Außer einmal ganz kurz, da habe ich... Ja, ich spiele ja mit meiner Freundin ab und zu mal. Besser gesagt, sie spielt, ich gebe Tipps. Und es funktioniert ja auch recht gut. Auch wenn sie halt noch nicht so gut ist wie ich, aber das kann man ja keinem vorwerfen. Ich meine, von ein paar Mal spielen kriegt man das eben nicht hin. Das ist einfach so. Ach Mist. Ja, habe ich befürchtet, dass das passiert. Doof. Aber was soll's. Nice Strahler. Der gefällt mir jetzt wieder. Weil damit können wir uns jetzt hier mächtig viele Feinde machen. Und das ist nicht mal weiter schlimm. Und ihr seht ja, ich krieg hier Bomben ohne Ende. Das ist ja richtig toll, wenn ich jetzt noch einen Kompass hätte. Dann bräuchte ich nicht mal Shopkeeper ermorden. Also klar, Shopkeeper ermorden ist ja lustig an sich, aber... Das müsste ich nicht. Müsste ich echt nicht. Könnte ich auch sein lassen. So. Aber wisst ihr was? Mit den ganzen Viechern, die hier rumlaufen, möchte ich kein Risiko eingehen. Na, komm her. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist als Terrorist bezeichnet werden. Das ist nicht ganz so lustig. Gibt's dann immer Ärger von den Shopkeepern. Ich bin auf der falschen Seite. Du komisches Vieh, komm, oder? So. Gucken, ist der unten noch was? Nein, dann schaffe ich jetzt erstmal den runter und hol Felix. So. Nichts wie ab durchs Ziel, würde ich sagen. Ja, ich könnte mir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Die Sprungschuhe und die Spike-Schuhe hätte ich gerne, aber die Spike-Schuhe kann ich mir nicht leisten. Jetzt können wir zumindest relativ hoch springen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Damit kriegen wir mit dem Eisstrahler die Spinnen besser. So, ich entschärfe natürlich beide Seiten. Einfach nur aus Prinzip, weil ich die blöden Dinger nicht mag. Bitte fallen. Ich sammelt nicht auf, wenn ich ihn möchte. Oh, ups, da war wohl was drin. Oh, so, so. Alles, was fliegt, ist mit dem Eisstrahler, oder in der Luft ist mit dem Eisstrahler relativ gut außer Gefecht zu setzen. Weil die Biester dann so runterfallen und sofort sterben und die Schlange hilft mir hier wirklich grandios. Ja, das ist mir jetzt egal, ob die da wieder rauskommt. Ich wollte ja bloß mein Zeug haben und mehr brauche ich nicht. So, Spinnchen. Ach, und ich krieg auch noch was ab. Ja, ich weiß, ich stelle mich mal wieder schlechter an, als es sein müsste. Okay, Mopsy würde sterben, wenn ich den hole, also gehen wir einfach weiter. Versuchen wir hier einen relativ guten Run hinzukriegen. Relativ. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Bei den Viechern denke ich mir aber immer, ob es ist oder nicht. Gut, ich gehe hier rechts runter. Mopsy, du kommst mit. Kann ich dir nicht auch Mopsy verkaufen, sag mal? Oma?
Hey Oma, was gibt's denn heute zu essen? Ja, ich gehe mit den Biestern hier und den ganzen Fallen. Warum sind hier eigentlich so viele Fallen heute? Moment, das mache ich anders. Ich möchte diese Fallen. Mit den Sprungschuhen ist es total ungewohnt, so hoch zu springen. Ist die schon entschärft oder? Nee, natürlich nicht. Und ich lasse mich wieder treffen. Leute, ich bin fast tot. Ich sollte Mopsy zum Ausgang bringen. So, lauf mal da runter. Ja, Mopsy, der überlebt das. Ein Mops ist ein sehr, sehr stabiles Tier. Ja, jetzt komme ich dann den natürlich nicht ran, das ist auch doof. Kumpel, lauf mal auf mich zu. Halt nicht. Bevor ich Mopsy hole, will ich hier erstmal alles entschärfen, was mir irgendwie gefährlich werden kann. Ja, aber wir könnten ein paar Leben gebrauchen. Also so eine Knutschbude wäre jetzt echt nicht schlecht. Aber wir könnten uns eh nur einen Kuss leisten. Das ist auch wieder doof. Man kriegt halt auch keine Leichen mit dem Eisstrahl. Sonst hätte ich gesagt, wir holen uns die Kapalla. Aber es bringt ja nichts. Ja, noch ein Netzgewehr. Netzgewehre finde ich nicht ganz so praktisch, aber kein Wunder, da kommen die Frösche her. Mama, wo kommen die Frösche her? Von einem großen Frosch im Dschungel. Und ja, Mama hat so eine tiefe Stimme. Mutti bestimmt auch in. Ja, kennt ihr ja, wenn ihr meine anderen Videos anseht, dann kennt ihr Mutti. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass das jetzt hier relativ bald mein Ende sein wird. Befürchte es zumindest. Ja, komm. Obwohl, wenn der Frosch da... Zeig dir, wo der Frosch die Locken hat. Blödes Wortspiel. Auf jeden Fall. Leute, ich habe eine bessere Idee. Kann ich da natürlich nicht reinlegen. So ablegen oder sowas geht nicht. Nee. Leute, wenn mein Tod besiegelt ist, dann rette ich zumindest die Frau. Ich wollte eigentlich da mit rein. Ich habe bloß gehofft, ich könnte den Eisstrahler noch vorher holen. Komm, ich schieße da. Puh. Dachte echt, der bringt mich jetzt um. Aber ich habe jetzt gerade. Mit einem Leben habe ich vor so ziemlich allem Angst. Vor jeder Fledermaus, vor jedem Frosch. Egal was hier ist, es könnte mich töten. Ist ja auch interessant, wie die Frau sich durch den Wurm gekämpft hat. Das würde ich gerne mal wissen. Die geschafft's hier kaum irgendwas zu überleben. Aber sie kann sich alleine durch den Wurm kämpfen und wartet dann am Ausgang auf mich. Eine Machete, die nützt mir jetzt relativ wenig. Dafür, dass ich nur ein Leben habe, schlage ich mich nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich glaube, jetzt habe ich die Frau gegrillt. Nee, noch nicht. Also nicht, dass ich es vorhätte, aber... Ihr wisst ja, wie ich das meine. Ja, das war's. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich habe keinen Timer Fehler beim Schreiben der Bestenliste? Ja. Bestenliste. Ja, es kann sein, weil ich lade nebenbei noch hoch, dass ich da nicht so eine gute Internetverbindung habe. Das passiert von Zeit zu Zeit. So, ich würde sagen, wir machen noch einen Run und wenn nicht, ist der Part heute mal kürzer oder länger, je nachdem. Hab heute nämlich noch ein bisschen was anderes zum Aufnehmen.
Weil ich habe ja, kann ich ja verraten, ich habe Mittwoch Geburtstag. Also wenn ihr das seht morgen, also ich weiß ja nicht, wann ihr das seht, wenn ihr es in einem halben Jahr anguckt, dann ist es auch schon ein bisschen später, aber ja, 9.7. Ah Gott, werde ich alt? Nein, ich werde eigentlich gar nicht alt. Bin ja noch nicht so alt. Ach, kann ich auch verraten, ich bin 20. Und wie ich die... Ja, ich entschärfe die Falle mit meinem Körper. Der Wikinger ist so jemand, der kann sich gut durchkämpfen, aber ich habe das Gefühl, er kämpft sich mit seinem... wirklich mit seinem Körper durch. Als Schutzschild. Und das ist nicht immer die beste Methode hier. Führt nämlich sehr schnell zum Tod. Das war ein Zielschuss, der war cool, aber ein bisschen sinnfrei. Mopsi, warte bitte mal. Ja, da komme ich so nicht hoch. Mopsi, mitkommen. Könnte mir die Kiste da oben holen. Danke, Mopsi. Will ich es Mopsi antun? Nee, das will ich Mopsi nicht antun. Dass ich da Mopsi jetzt nochmal hochschmeiße, nur um da dran zu... Das hat mir aber jetzt kein Leben gezogen. Das zum Glück auch nicht. Gut, der Klebesud, das ist zwar nicht ganz so das Ideale, was man da jetzt rausbekommen kann, aber es ist immerhin besser als, ja, Seile. Weil den Klebesud, den brauchen wir auch noch. Spätestens in den Ruinen, wisst ihr ja, bombe ich alles weg, was mir irgendwie gefährlich werden kann. Also, das Zeug wird uns spätestens davon nützen sein. So. Nee, wenn ich das jetzt mache, ist Kali böse auf mich und das will ich nicht. So eine liebe Göttin. Göttin des Todes. Ja, ich muss mich da noch mal ein bisschen über Kali schlau lesen. Das wollte ich ja eh schon mal machen. Aber ihr wisst ja, ich habe irgendwie in der letzten Zeit kaum Zeit. Klingt doof, ist aber so. Ich komme nämlich einfach nicht dazu. Dann will mal wieder irgendeiner was von mir, dann nehme ich auf, dann nehme ich was anderes auf, dann nehme ich das dritte auf. Irgendwie am Ende habe ich gar nichts. Außer halt Aufnahmen. Dann gehen wir mal weiter hier durch. Ich habe das Gefühl, ich habe schon relativ lange aufgenommen, aber heute ist mein Zeitgefühl eh irgendwie völlig verquer. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ha! Obwohl, den Skorpion hätte ich eigentlich auffangen können. Es ist wieder doof, dass der jetzt gestorben ist. Weil alles, was man opfern kann, ist hier von Vorteil. Weil ihr wisst ja, die Kapala, die brauchen... Nein, man braucht sie nicht unbedingt, aber es ist ein großer Vorteil, weil... Man kriegt hier Blut ohne Ende. Und das Leben, das ist kostbar. Ist auch so ein bisschen... Ich finde es ein bisschen ironisch. Habe ich gerade ironisch gesagt? Ironisch. Weil dieses Spiel fokussiert sich ja ziemlich auf diesen Kali-Todeskult. Aber gleichzeitig symbolisiert es ja, dadurch, dass man das Permadeath hat, wie kostbar eigentlich jedes Leben ist. Ihr könnt sagen, was ihr dazu denkt, ob ihr das ironisch findet oder nicht. Oder ob ich da ganz alleine mit meiner Meinung stehe. Ja, aber, naja. Ich denke das ebenso. Nee, nicht du. Jetzt hab ich Mopsi mit dem Höhlenmenschen abgeschmissen. Und ja, nicht andersrum. Dschungel, wir sind schon wieder da. Also in den Dschungel zu kommen, fällt uns in den letzten zwei Runs relativ leicht, muss ich sagen. Ich habe es irgendwie schwerer. Ja, in Erinnerung, der Frosch da oben klingt komisch und... Dass diese komischen Bombenfrösche keinen Fallschaden haben, das stört mich extrem. Ich weiß, es sind Feuerfrösche, aber ich nenne sie auch gerne Knallfrösche. Der Grund dafür ist, glaube ich, relativ klar. Ich habe übrigens, ich krieg zum Geburtstag so einen Classic-Controller für die... Also so einen Wii U Pro-Controller.
finde ich relativ cool. Weil den brauche ich für One Piece. Um den Multiplayer spielen zu können. Und Multiplayer, wer will keinen Multiplayer, seien wir mal ehrlich. Alles ist im Multiplayer viel besser. So. So weit, so gut. Jetzt muss nur noch diese komische Tiki-Falle weg. Gott. Nichts wie raus hier. Halten uns jetzt zumindest besser über Wasser als letzten Run. Hätte eigentlich gedacht, dass nachdem ich sage, über Wasser, dass dann sofort hier ich höre Wasser fließen. Erscheint. Oder unten fließt ja auch Wasser. Also insofern passt das schon genug. Feuerfrosch. Losfalle löst. Die löst immer bei dem Typen da aus und nicht beim Frosch. Mopsy ist gut. Ja. Mopsy ist fit. Mir tut es auch leid, wenn der Mops irgendwie Schaden erleidet. Ich möchte mir auch nicht wehtun. Ich meine, Mops ist ein ganz, ganz liebes. Habe ich Mopsy gefressen? Nee, zum Glück ist Mopsy nicht gefressen worden und nicht explodiert. Damit sich das auch nicht ändert. Puh, also langsam wird's knapp mit unserem Leben. Und so schnell kommen wir wahrscheinlich auch nicht an eine Kapalla ran. Also muss ich jetzt ein bisschen sparsam sein. Ich habe gerade von links irgendwo die Frau gehört. Ja, ihr kriegt es wahrscheinlich nicht so mit wie ich. Ich habe es ja in Stereo und im Tod. Mit 6 Minuten für den Run gebraucht. Ja, komm. Weil ich rechne mir das jetzt mal so aus, dass wir noch eine Minute haben und dann mache ich jetzt noch einen schnellen Run und dann passt das. Ja, der wird sehr schnell sein, wenn ich so weitermache. So. Ich versuche einfach mal durchzurennen. Ich weiß, das ist eine schlechte Methode, aber man muss alles mal gemacht haben. Und ich versuche, den Schlüssel mitzunehmen, natürlich. Wenn ich ihn auf dem Weg finde. Ich habe diese Runde noch kein einziges, also diese Aufnahme noch kein einziges Mal den Schlüssel gesehen. Und ihr wisst ja, wie es läuft. Wenn die Aufnahme über 30 Minuten ist, dann cutte ich die in zwei. Falls ich jetzt doch irgendwie so einen Run bekommen sollte, indem ich jetzt einfach nur durchrenne und dann bis in die Ruinen der antiken Stadt vordringe und den Olmec-Fluch breche und alles schaffe hier, ohne mich irgendwie in Gefahr zu bringen. Die Viecher da oben, die Riesenspinnen, die findet meine Freundin total eklig. Warum eigentlich so schlimm? Also ich meine, klar, Spinne und so weiter. Mag ich auch nicht, ich habe auch eine Spinnenphobie. Aber, ich meine, das ist eine einprogrammierte Spinne, die kann einem nichts tun. Und die ist zwar hässlich, aber es ist kein Grund, sie zu verurteilen. Ja, ich glaube, der Run, den kann man in der Pfeife rauchen, so wie ich gerade spiele. So. Gut, so sollte es nicht laufen, aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part.